mir so leid, Süße. Dann wisst ihr es schon. Ja. Konstantin war gerade eben im Limits und hat sich verabschiedet. Konstantin betrachtet den Sternenhimmel eben lieber eine Weile aus London. Schon ein blödes Timing mit der Journalistenschule. Mein Timing ist super blöd. Ich habe einfach viel zu spät gemerkt, dass ich in ihn verliebt bin. Was hat er denn zu all dem mir gesagt? Nichts. Wie auch ohne es gesehen zu haben. Dabei war er schon vor der Tür, aber ich habe einfach kein Wort rausbekommen. Also wenn es dir schon die Sprache verschlägt, dann scheint es dich ja wirklich erwischt zu haben. Ich hab's mal wieder richtig verbockt. Quatsch. Aber es ist schon blöd, dass Konstantin das jetzt nicht mal gesehen hat. Glaubst du, es hätte was geändert? Ja, was denn? Der ganze Aufwand hier, der zeigt doch schon, was du für ihn empfindest. Wenn ein Typ sowas Geniales für mich veranstalten würde. Mist! Bist du fertig? Das funktioniert nicht. Zeig mal her. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ja, hab ich doch gesagt. Nicht so schlecht, das ist unterirdisch. Die Stimmung kommt überhaupt nicht rüber auf dem Foto. Ja, ist ja meistens so, ne? Es zeigt immerhin, wie du dich ins Zeug gelegt hast. Und das war doch der Plan. Genau, 5 Fleischsternchen für Judith. Was ist, wenn ich ihm einen Film mache? Den kann ich ihm doch übers Netz schicken. Mhm. Du kannst auch eine Bauzeichnung anfertigen und ihm die per Post schicken. Meinst du? Mhm. Moment mal, es geht doch hier nicht darum, Kunstpreis zu gewinnen. Ja, leider. Konstantin soll merken, dass wir beide zusammengehören. Das ist irgendwie 100-mal schwerer. Probier's doch mal auf die traditionelle Art. Das ging beim letzten Mal schon in die Hose. Du kannst natürlich auch stundenlang darüber nachdenken, wie du ja, ihn am besten zeigst. Ja. Genau, auf jeden Fall hast du keine Zeit mehr, denn sein Flieger geht gleich. Also, hopp! Mann. Tut mir leid! Okay. Konstantin, Gott sei Dank. Tut mir leid. Guck mal, da ist Judith. Judith! Ach, Gott sei Dank. Ihr seid noch da. Ja, aber nicht mehr lange. Wir müssen jetzt in den Flieger. Und wo ist Konstantin? Oh nein, bitte nicht. Der ist gerade zu seinem Gate. Der Nächste, bitte. Aber... Konstantin von Lahnstein nicht noch einmal ausrufen lassen, bitte. Tut mir leid, das Boarding der Maschine hat bereits begonnen. Danke. Danke. Was machst du hier? Ich wollte dir was zeigen gestern, aber ich hab's nicht geschafft. Dabei habe ich mir so viel Mühe gegeben. Aber vielleicht kannst du es dir ja ungefähr vorstellen, wenn hier. Unser Universum? Also eigentlich soll das heißen, dass du mein Universum bist. Deswegen habe ich das hier gemacht. Damit du merkst, dass wir beide zusammengehören. Letzter Aufruf für Passagier Konstantin von Lahnstein, gebucht für Flug 658 nach London Heathrow. Herr von Lahnstein, begeben Sie sich bitte unverzüglich zu Flugsteig 30. Konstantin, bitte. Du darfst nicht fliegen.